Müll. Überall. Köln gehört zu den dreckigsten Städten Deutschlands. Jetzt machen wir das sauber, aber wenn du nächste Woche kommst, sieht sie genauso aus. Die Stadtreinigung arbeitet am Limit. Also das, was wir jetzt hier sehen, das ist eigentlich der normale Standard am Wochenende. Man kann nicht einfach aus der Tür treten. Man muss immer gucken, ob irgendwelcher Müll da liegt, Scherben, Erbrochenes. Ich finde es ganz schlimm. So viel Müll wie nie. Tendenz steigend. Und damit auch die Kosten. Samstagabend. Der Brüsseler Platz im belgischen Viertel gilt als Party-Hotspot und gehört zu den beliebtesten Plätzen in Köln. In den Sommermonaten halten sich hier Hunderte von Menschen auf. Schon um Mitternacht reinigen die Mitarbeiter der Stadtreinigung das erste Mal und beseitigen den groben Dreck. Die Stimmung ist oft angespannt und der Alkoholpegel hoch. Security-Mitarbeiter begleiten die Reinigungskräfte. Zum Schutz. Manche Passanten kamen auf einmal vor die Maschine hin oder beim Saubermachen, stecken den Besen weg, sagen was, tun was. Muss nicht sein, aber leider Gottes kriegt man das ab und zu auch mal mit. Auch wenn der Platz überschaubar ist, müssen 5 Reinigungskräfte und eine Kehrmaschine am Start sein, um den Zeitplan von einer Stunde in der Nacht einhalten zu können. Doch nicht nur Müll wird hinterlassen. Auch Fäkalien. Obwohl es öffentliche Toiletten gibt. Ein zunehmendes Problem. Natürlich haben wir hier und da ekelhafte Sachen, sowas wie Kotze oder menschliche Fäkalien. Das riecht natürlich unangenehm, aber mit der Zeit gewöhnt man sich dran und das ist halt meine Arbeit. Nach 60 Minuten sind die Mitarbeiter der Abfallwirtschaftsbetriebe durch und treten den Abzug an. Der Platz ist jetzt sauber. Zumindest für den Moment. Die Party am Brüsseler Platz geht noch lange weiter. Susanne Bethke führt ihr Geschäft seit mehr als 15 Jahren auf der Zülpicher Straße. Eine der Partymeilen Kölns. Besonders abends tummeln sich hier Menschen. Chaos am Tag danach ist häufig die Folge. Ich habe schon das absurdeste Zeug von der Fensterbank und von der Tür geräumt. Das ist eigentlich jedes Wochenende so, dass man morgens eigentlich so eine Viertelstunde, 20 Minuten plus einräumen muss, vorher kommen, um zu gucken, kann ich meine Kunden überhaupt in den Laden lassen? Oder muss ich da erst noch vorher richtig schrubben? Das ist immer, das ist jedes Wochenende und das Wochenende geht von Donnerstag bis Sonntag. Die Mauer gegenüber der Uni auf der Zülpicher Straße ist ein beliebter Treffpunkt. Achtlos zurückgelassener Abfall an der Tagesordnung. Das Kölner Müllproblem ist immer wieder präsent in den Medien. Auch unabhängig von Großevents wie Karneval oder Silvester. Häufig geht es dabei um wilde Müllkippen. Mehr als 20.000 wurden allein im vergangenen Jahr im Stadtgebiet gemeldet. Gut doppelt so viele wie noch vor 5 Jahren. Ein großes Problem, mit dem sich auch die Kommunalpolitik beschäftigt. Doch bis jetzt gibt es keine Lösung. Viele Bewohner, Besucher und Geschäftsinhaber haben das Müllproblem satt. Es muss sich endlich was ändern. Das fordern auch die Anwohner des Brüsseler Platzes. Lärm, Müll und Wildpinkler strapazieren ihre Nerven. Mein Empfinden hier ist wirklich furchtbar. Also wir können teilweise uns morgens direkt überlegen, wo wir hin können, woanders hingehen können, obwohl wir hier um die Ecke wohnen, weil ich mit meinem Kind hier nicht spazieren gehen kann. Scherben liegen überall rum, alles Mögliche liegt hier überall rum, sowie Spritzen teilweise auch. Ja, es ist wirklich gefährlich. Für Mensch und Tier. Da hat man Glasscherben überall, teilweise menschliche Fäkalien, Kotze, Klamotten. Ja, schön ist es nicht. Hier sind genug Mülleimer und genug
Tonnen angebracht, wo man auch seinen Müll entsorgen kann. Ich verstehe nicht, warum man das einfach liegen lässt. Eigentlich müsste ja schon ein Bewusstsein mittlerweile dafür da sein, für die Umwelt, ja, und was das mit der Umwelt macht, diese Verschmutzung. Aber ich glaube, viele Menschen interessiert es nicht. Es ist eine sehr schnelllebige Stadt, Köln, und ja, dann wird halt mal eben der Müll in die Ecke geschmissen. Kurz nach 5 Uhr. Die Frühschicht der Stadtreinigung beginnt. Fast 2000 Angestellte halten die Stadt sauber und kümmern sich um die Entsorgung von Haus- und Sperrmüll in Köln. Pro Woche müssen sie 9400 Kilometer Straßen und Gehwege von Müll und Schmutz befreien. 35 unterschiedliche Nationalitäten arbeiten hier zusammen mit einer Frauenquote bei der Stadtreinigung von knapp 3%. Geeignete Mitarbeiter zu finden? Schwierig. Die Suche danach? Laufend. Bei mir steht jetzt auf jeden Fall die Kalker Hauptstraße. Wird erstmal schön richtig sauber gemacht. Und dann gehen wir Richtung zur Kalkpost. Und dann wird die Platzfläche sauber gemacht. Die größte Herausforderung ist, dass ich schnell und zügig durchkomme bei dem ganzen Verkehr. Die Kalker Hauptstraße ist halt sehr viel befahren. Dass ich halt die Papiercontainer leer mache, bevor der große Verkehr anfängt. Köln-Kalk ist bekannt für sein besonders hohes Müllaufkommen. Die heutige Aufgabe von Markus? 80 Mülleimer auf der Kalker Hauptstraße leeren. Insgesamt gibt es 23.300 Abfallbehälter in Köln. Serkan fegt derweil den Gehsteig. Sein ständiger Begleiter? Ein Handwagen, die sogenannte Caretta. Und es geht jetzt weiter. Morgen. Ab und zu mal ärgert mich das schon. Wir haben ja genug Papierkörbe hier. Zumindest für den ganzen Dreck oder hier Zigarettenschnitzel, die hier immer auf den Boden schmeißen. Das ist schon eine riesengroße Herausforderung. Zumindest wenn es anfängt dann zu regnen. Dann klebt es auch. Und dann erschwert das uns natürlich die Arbeit ein bisschen. Vorsicht bitte, ganz kurz, vielen Dank. Ein gewisser Ehrgeiz gehört zum Job. Man gibt sich natürlich viel Mühe, damit wenigstens mein Bezirk, mein Revier sauber aussieht. Und wenn man am nächsten Tag wieder zurückkommt und sieht, dass es wieder dreckig ist, dass überall Zigarettenstummel liegen, Papier rumfliegt, dann macht es einen natürlich traurig. Und noch etwas belastet Serkan. In seinem Job sieht er sich mit vielen Vorurteilen konfrontiert. Wenn ich zum Beispiel kurz mir was zum Trinken holen möchte, ja, wir können ja warten, wir tun ja eh nichts. Wir sind ja nur am Sitzen und am Faulenzen. Das stimmt eigentlich nicht. Also wir sind immer am Arbeiten. Kollege Gerd ist heute mit einem Spezialfahrzeug im Einsatz. Er muss die verschmutzten Abfallbehälter reinigen. Ich meine, ich bin bald 40 Jahre dabei und vor 40 Jahren war das nicht so wie jetzt. Ne? Man merkt immer, dass immer mehr Dreck auf die Erde geschmissen wird oder dass viel beklebt wird oder halt Nebenabfälle, die da viel liegen. Aber man merkt das jetzt schon, wird schon immer mehr. Ne? Mit Hochdruck gegen Dreck und Schmierereien. Die Arbeit hat ihre Tücken. In Köln ist das immer so, dass die Papierkörbe viel beklebt werden oder bemalt werden oder so. Und da habe ich den Auftrag halt, die zu reinigen. Manchmal funktioniert das super, aber wenn die dann so beschriftet sind wie bei dem jetzt, ne, ist das manchmal schlecht. Da muss man dann extra einen Reiniger nochmal drauf machen, damit der ganze Dreck dann weg ist. Ne? Gerds Hochdruckreiniger kommt auch bei Taubenkot und in verdreckten Unterführungen zum Einsatz. Serkan reinigt derweil die Baumscheiben und trägt Fundstücke zusammen. Getragene Klamotten. Also kommt öfters vor, wird immer in die Baumscheibe reingeschmissen. Ist leider so. Also ich kann zwar vermuten, von wem es meistens kommt, von unseren Obdachlosen meistens leider.
Aber manchmal schmeißen die Bürger auch einfach Klamotten raus, mit der Hoffnung, dass es ein Bedürftiger mitnimmt. Ja. Serkan ist mit Leib und Seele Straßenreiniger. Davor war er 12 Jahre im Sicherheitsdienst tätig. Ein Job mit unbeständigen Arbeitszeiten. Bei der Stadtreinigung hat er einen geregelten Dienst und sein spezielles Equipment. Also ich habe Säcke dabei für die Müllkörbe, für meine Karretta. Eine Zange habe ich dabei für Kleinigkeiten wie zum Beispiel so ein Plastikteil, wenn man das auch bekommen könnte. So. Dann habe ich einen kleinen Besen, einen großen Besen. Das ist ein Stecheisen, damit macht man Unkraut weg. Fächerbesen ist speziell für Baumscheiben gedacht, damit man den ganzen Dreck komplett einmal rausbekommt. Also alles kommt quasi am Tag mehrmals zum Einsatz. Also ich würde mir wünschen, dass die Bürger und Bürgerinnen die Stadt natürlich sauber halten. Das heißt, Papierkörbe benutzt werden, nicht alles auf die Straße geschmissen wird. Das würde ich mir generell wünschen. Markus sammelt täglich mindestens 150 Müllsäcke in seinem Kalkrevier ein und beseitigt groben Unrat, der auf der Straße liegt und nicht von den Kehrern eingesammelt werden kann. Man sieht es ja überall. Wir versuchen jeden Tag Straßen zu reinigen, aber wir kommen schon fast nicht mehr hinterher im Kalk. Wir sind jeden Tag auf der Straße, haben jeden Tag viele Straßen, die doppelt sind. Und trotzdem sieht es immer aus, als wenn es dreckig wäre. Ich bin stolz auf mich selber, weil ich jeden Tag dazu beitrage, dass es in Köln schön ist. Früh- und Spätdienste von Montag bis Sonntag. Die Mitarbeiter der Abfallwirtschaftsbetriebe in Köln sind fast rund um die Uhr im Einsatz. Und wieder eine wilde Müllkippe. Wo Müll liegt, kommt schnell weiterer hinzu. Markus und seine Kollegen handeln deshalb direkt. Zwar gibt es einen Bußgeldkatalog. Zwischen 50 und 100.000 Euro Strafe können bei illegaler Müllentsorgung anfallen. Je nachdem, wie hoch die Gefahr ist, die vom Müll ausgeht. Doch meist sind die Verursacher längst verschwunden, wenn das Ordnungsamt kommt. Es kommt leider häufig vor, dass die Leute hier ihren Müll entsorgen. Und dementsprechend sieht es auch dann aus. Das ärgert mich halt. Das ist ja, jetzt machen wir das sauber, aber wenn du nächste Woche kommst, sieht es genauso aus. Da gibt es mehr, es gibt sogar noch schlimmere. Warte. Rund 13 Millionen Euro hat die Stadt Köln 2022 für das Beseitigen von illegal entsorgtem Abfall ausgegeben. 2020 waren es noch 10,6 Millionen Euro. Gesetzeswidrige Müllhalden. In bestimmten Stadtteilen ein Dauerproblem, heißt es. In Köln-Chorweiler sei es besonders schlimm. Wir machen uns spontan auf den Weg dorthin, an einem ganz normalen Wochentag. Und suchen Antworten auf die Frage nach den Verursachern. Okay, scheint keiner da zu sein. Noch ein paar weitere Klingeln. Dann wird die Tür geöffnet. Der Hausbewohner möchte seinem Ärger Luft machen, aber unerkannt bleiben. Dann sieht man sie. Ich habe mehrmals beschwert und E-Mail geschrieben an die Honorier. Und damit sie ein Schild aufstellen. Müllabfälle verboten. Aber die Honorier Hausmeister sagt, das gehört zur Stadt Köln, diese grüne Streifen. Nicht mehr. Ich habe auch Stadt Köln angerufen.
Nein, wir können das nicht machen. Und haben Sie eine Vermutung, wer das hier macht? Das machen die Bewohner von diesem Haus. Ich habe gesehen, und sogar Leute aus anderen Dörfern und Städten kommen hierher und laden diese Auto ab. Ihr Auto ab, Müll hier. Und ich habe geschrieben vom Balkon, hier ist keine Müllhalde. Und die, ich habe gesagt, aber wir sind doch gewohnt, eine Müllhalde hier. Auch wieder so ein Müllberg. Das Müllchaos erhitzt die Gemüter. Doch offen vor der Kamera sprechen möchte keiner. Wie ist das für ein Stück Scheiße? Es fuckt einfach ab. Also ich bin hier, ich habe noch nie gesehen, wie es jemand hier abgelassen hat, aber ich sehe mal den Müll. Ja, was jetzt machen? Ja klar, ich hab mich das. Man kann dagegen nichts machen. Zu viele Menschen, ne, wird nicht überwacht. Damals waren hier so die Securities, die sind hier rumgelaufen vor Jahren. Aber eine andere Lösung gibt es dafür nicht. Das ist immer die gleiche Ecke, die zugemüllt wird. Ich weiß nicht, wer das alles immer dahin legt. Ich denke mal, dass das die Bewohner sind. Das müssen ja Leute sein, die in der Nähe wohnen. Das sind ja schwere Sachen, so Reifen, was, Teppiche, Möbelstücke, was auch immer da landet. Ich komme ja öfter hier einkaufen und ich sehe das immer. Das ärgert einen. Weil es ist ja, besteht ja die Möglichkeit, das Zeug irgendwie anders loszuwerden. Das ist ja ist mit ein bisschen Aufwand verbunden, aber ich meine, das da hinzulegen, kostet ja auch schon Energie. Ne? Kann man es genauso gut ins Auto legen und wegfahren oder die AWB an. Und es wird immer wieder weggeräumt und dann wieder zugemüllt. Naja, es ist also. Die Straße wird jeden Donnerstag gereinigt. Und jede Woche das gleiche Bild. Ein Müllberg, der nur im Ausmaß variiert. Genau wie bei einer anderen Straße, nicht weit entfernt. Hier rücken die Mitarbeiter der AWB sogar dreimal die Woche an. Montags, mittwochs und freitags. Stets finden sie riesige Abfallberge. Von den Verursachern keine Spur. Mögliche Bußgelder scheinen keine Wirkung zu zeigen. Eine Bewohnerin spricht mit uns, befürchtet aber Repressalien und möchte nicht erkannt werden. Also schon jetzt 10 Jahre hier, das war eigentlich zeitweise mal besser, wenn mehr aufgepasst wird, ne? Aber ist eigentlich fast immer. Das liegt an den Leuten, ne? Die kein Benehmen haben. Wir haben jede Woche Sperrmüll, da wird aber fast jeden Tag weggeräumt, also die GAG lässt das wegräumen jeden Tag. Das geht natürlich auf die Umlagen von allen, ne? Das ist dann ärgerlich, ja. Nachbarn. Womit vielleicht auch manchmal gar nicht vermutet. Ne? Ja. Ich spreche das dann auch an, auch mit dem Hausmeister dann. Die werden dann schon unverschämt. Ne? Das sind so Leute dann, wo man eigentlich nicht mitreden kann. Halt dein Maul, verpiss dich. Dann weiß man auch, was für Leute das sind, dann die meistens rausschmeißen. Ne? Dabei ist Sperrmüllentsorgung in Köln kostenlos. Einen Abholtermin gibt's telefonisch oder online. Für manch einen offenbar zu viel Aufwand. Achtlos weggeworfener Müll, auch in der Kölner Innenstadt. Warum haben Sie jetzt einfach das weggeworfen? Über den Tag sammelt sich so einiges an. 5.30 Uhr, Schichtbeginn. Vor Öffnung der Geschäfte müssen die Schildergasse und die Hohe Straße sauber sein. Zeitdruck für das Team der Stadtreinigung. Wir fahren hier als Kolonne rein, sorgen dafür, dass hier alles gekehrt wird, plus Kehrmaschine. Und ich kümmere mich halt um die Papierkörbe und halt, was da drum steht. Ne? Also der grobe Dreck, was groß ist, was die Kehrmaschine nicht mitnehmen kann, nehme ich halt mit. Also die Kehrer laufen schon mal vor, die kehren den Dreck raus und machen praktisch so eine Linie, dass die Kehrmaschine nicht halt zickzack fahren muss, dass das halt gut funktioniert. Aber ist ein gut eingespieltes Team. Zum Team gehört auch Jane, die schon seit 30 Jahren bei der Stadtreinigung arbeitet. Die schmeißen alles daneben. Das ist aber normal. Ja, man ärgert sich, ne, weil ist ja Papierkörbe noch da. Und trotzdem schmeißen sie es neben die Bank oder unter der Bank. Also mich ärgert das schon. Aber was will man machen, ne? Das musst du, glaube ich, mitnehmen, ne? Das kriegt die Kehrmaschine nicht auf.
Viele Obdachlose verbringen die Nächte in Geschäftseingängen und erschweren am Morgen die Reinigung. Ansprechen sollen die AWB-Mitarbeiter sie nicht. Dafür ist das Ordnungsamt zuständig. Ja, das Problem mit den Obdachlosen ist natürlich sehr viel geworden hier in Köln. Vor allen Dingen in der Einkaufsstraße, Schillergasse, Hohe Straße, wie man hier sieht. Die schlafen natürlich in jedem Eingang. Für uns ist das natürlich mehr Arbeit, viel Unrat. Es liegen viele Einkaufswagen in der Straße rum oder in den Seitengassen. Papier, Glas, also auch Klamotten von denen oder Schlafsäcke, die einfach hier irgendwo rumliegen in den Eingängen, wo die natürlich die Obdachlosen auch nicht mehr da sind. Ne? Und dann kriegen wir halt einen Anruf vom Ordnungsamt, dann kriegen wir einen Auftrag und dann müssen wir halt das halt alles entsorgen. Das bedeutet zusätzliche Arbeit. Ein bisschen mehr Anerkennung wäre manchmal schön, findet Khalid. Es gibt schon, dass Bürger uns mal loben, sagen danke für die Arbeit. Meistens werden wir gelobt, wenn Events sind. Dann sieht man erstmal den Dreck, wie es vorher aussah und nachher. Ne? Zum Beispiel Karneval, Silvester. Dann sieht man erstmal, was wir geleistet haben. Aber im normalen Alltag sehen die Leute das nicht so, weil wir ja ziemlich früh unterwegs sind und die Leute schlafen meistens noch. Wenn wir unsere Pause machen, kommen die Leute erst aus dem Haus. Dann sehen wir uns natürlich Pause machen, dann sagen sie, okay, den Job hätte ich auch mal gerne. Aber wir sind schon seit 5:30 im Einsatz. Ne? Kevin fährt heute die Kehrmaschine. Überall begegnet er dem achtlos weggeworfenen Müll. Also in den letzten Jahren ist es wesentlich mehr geworden. Ne, durch mehr Einwohnerzahl in der Stadt Köln und mehr Tourismus, den wir halt hier haben, ist halt mehr auch Müllaufkommen auf den Straßen. Und die Leute sind halt mittlerweile so, die schmeißen halt einfach nur noch weg. Nicht mehr in die Mülleimer, der Weg ist einfach zu weit dafür. Denken an die Mitarbeiter der Stadt rein, die kommen schon, die machen das schon. Und dann ist halt einfach das Thema schon durch für die. Martin ist Gruppenleiter von einem 20-köpfigen Team, das nur für die Innenstadt zuständig ist. Dazu gehört auch der Platz vor dem Dom, das Kölner Wahrzeichen. Wenn ich jetzt den Dombereich oder in die Schillergasse heute Morgen sauber gemacht habe, wenn ich um 11 Uhr wieder da hinkommen würde, ist es halt wieder dreckig. Ne? Und wir haben halt nur einmal die Reinigung am Tag, beziehungsweise zweimal. Aber die Leute, wenn wir einmal da waren, der Dreck ist innerhalb von einer Stunde auf zwei wieder da. Ja, können wir machen. Mich ärgert das nicht mehr. Das ist einfach mein Job. Nur weil es hier ist, der Kölner Dom, Weltkulturerbe. Ne? Und hier wird einfach nicht mehr drauf geschaut. Ne? Das interessiert keinen mehr. Man macht seine Fotos schnell, geht was essen, legt alles liegen und ist dann wieder weg. Das ärgert mich schon. Ich krieg einen Anfall mit dem Telefon. Ne? AWB, guten Tag. Mahlzeit. Ja. Gut, alles klar. Gib mir noch 10 Minuten. Ich bin gerade noch beschäftigt. Ich komm dann zu euch. Dann regeln wir das, ja? Ja, nee, erst mal stehen lassen. Ich muss mir das angucken. Ja? Okay, 10 Minütchen. Bis gleich. Danke. Der hat mich gerade angerufen. Da steht im Brigittengästen steht eine Kühltruhe. Und eine Kühltruhe ist halt normalerweise aus dem Geschäft irgendwo raus. Das ist also kein Privatkühlschrank, sag ich mal. Da muss ich mir das angucken, ob wir den überhaupt mitnehmen dürfen. Oder den Verursacher suchen. Wer das Gerät hier abgestellt hat, lässt sich auf die Schnelle nicht zurückverfolgen. Ein kurzer Check, dann gibt Martin seinen Kollegen grünes Licht. Den können wir mitnehmen, der ist, ja, den kriegen wir drauf. Ja, der steht nämlich. Sein Telefon steht nicht still. Täglich erhält der Teamleiter viele Meldungen und Beschwerden. Also das ist jetzt hier Standard eigentlich. Ne? Die Leute, man sieht es ja, ist alt. Die Leute können nicht mehr hier brauchen, haben vielleicht versucht, einen Sperrtermin zu kriegen oder keinen bekommen. Und dann finden wir das morgens früh hier. Und dann müssen wir gucken und dann wird es weggeladen. Das ist in Köln Standard. Schildergasse und Hohe Straße. Sie gehören zu den beliebtesten Einkaufsstraßen in der Millionenmetropole Köln. Hier hat Dana Gavron seit 6 Jahren ein Juweliergeschäft. Als Müllverursacher sieht sie nicht nur die Passanten. Für sie kommt ein weiteres großes Problem hinzu. Eigentlich links und rechts von dem Laden, es gibt Obdachlosen. Manche sind sehr nett, manche sind sehr frech. Manche sogar um 10 Uhr morgens rauchen eine Marihuana. Ja, es ist eigentlich nicht schön zu sehen. Wenn die was gegessen haben oder getrunken haben, dann lassen die einfach liegen und dann gehen die. Und den Müll müssen wir dann selbst dann auch entsorgen.
ich höre auch immer wieder von meinen Kunden, die sagen, die kommen seltener auf die hohe Straße, nur gezielt, weil die Straße ist überhaupt nicht attraktiv. Ich habe meinen Laden sowieso nur noch bis Ende Dezember. Und da bin ich auch sehr froh drüber, weil die Straße hat sich sehr, sehr negativ entwickelt. Und das lohnt sich eigentlich für ein Unternehmen, ein kleines Unternehmen wie ich, eigentlich nicht mehr. Die Zahl der Obdachlosen ist in Köln in den vergangenen Jahren stark angestiegen. Ihre Sorgen und Probleme sind in der Regel weitaus größer. Dennoch ist auch hier der Müll Gesprächsthema. Das ist der Aufreger. Da habe ich mich also auch schon mit den Leuten sehr drüber gestritten. Abfall und Dreck. Nicht nur Geschäftsinhabern und Anwohnern ist das ein Dorn im Auge. Rund 3,2 Millionen Touristen zählte die Stadt Köln im Jahr 2022. Vielen Passanten fällt der Müll unangenehm auf. Ich nehme es wahr, ich sehe es, dass es wirklich sehr, sehr schmutzig ist. Überall liegt was auf der Erde und die Mülltonnen sind, oder wenn man sich hier umsieht, sieht man es ja schon, überall. Ich finde, es ist nicht nur klar, die Müllreinigung soll es bitte entfernen, aber ehrlich gesagt sehe ich auch die Verantwortung bei mir, bei uns, bei jedem, der in der Stadt lebt, die Stadt besucht. Wir reden überall von Umweltverschmutzung und es gibt Menschen, die hier zum Einkaufen hinkommen und ihre Sachen einfach hinschmeißen. Also das muss wirklich nicht sein. Samstag 6 Uhr früh. Die nächtlichen Feiern auf der Zülpicher Straße zeigen ihre Spuren. Die Kolonne der Stadtreinigung beginnt mit der Arbeit. Wir machen jetzt nach einer Partynacht die Reinigung auf der Zülpicher Straße. Und mit Kehrmaschine, Blasgeräten, Besen, Kehrern. Und dann werden wir das alles beseitigen, was die Leute beim Feiern hinterlassen haben. Es ist mehr geworden in den vergangenen Jahren. Die AWB musste für die Zülpicher Straße Personal und Gerätschaft aufstocken. Wir wissen ja, was uns auf uns zukommt. Das ist Köln halt. Ne? Die Leute lieben Feiern. Okay, dass sie da so einen Dreck hinterlassen, ist eine andere Frage. Aber ansonsten sind wir immer gefasst, dass das auf uns zukommt. Weil das ist jede Woche Samstag so. An manchen Tagen aber wächst den Straßenfegern das Müllchaos regelrecht über den Kopf. Also an warmen Sommertagen am Wochenende ist das ungefähr das Doppelte, was das jetzt ist. Das merkt man auch schon, die Wetterverhältnisse, je nachdem, merkt man am Müll auf der Straße. Achtlos, rücksichtslos. Die Drecksarbeit sollen andere erledigen. So sehen die Straßen aus. Immerhin, einige Feiernde benutzen auch die reichlich aufgestellten Abfallbehälter. Circa, das sind ungefähr 2 Rollen, 50 Körbe, die auch nach dem Wochenende oder Samstagmorgen, Sonntagmorgen auch alle voll sind. Unzählige Glasflaschen auf der Straße und in den Müllsäcken. Nicht untypisch für eine Partymeile. Brian hat seine eigene Meinung dazu. Die sind betrunken, die wissen nicht, was sie machen. Manche, ich spreche keine Leute an. Jeder muss selber wissen, was er macht. Und dementsprechend, auf der einen Seite ist es unser Job. Auf der anderen Seite ist es halt schade, dass die Menschen so geworden sind. Nicht nur die vielen Glasscherben sind eine Herausforderung für die Reinigungskräfte. Auch gestrandete Feiernde und Obdachlose erschweren die Arbeit. Die Hinterlassenschaften, kein schöner Anblick. Ja, ich bin seit 18 Jahren dabei. Ich habe noch Schlimmeres gesehen. Deswegen, ich ekel mich nicht mehr. Es ist eine Routine geworden. Gerade hier auf so einer Partymeile juckt mich das gar nicht mehr. Die zunehmende Vermüllung ist kein Kölner Einzelfänomen und auch nicht nur auf Großstädte beschränkt. Viele Stadtreinigungen bundesweit sind mit ihrer Arbeit am Limit. Die Mitarbeiter führen einen täglichen Kampf gegen das Chaos auf Straßen und öffentlichen Plätzen.